Herzlich willkommen zum grün-weissen Supersamstag, zweiter Teil, Testspiel FC St. Gallen gegen SCR Altach. Und jetzt freue ich mich sehr, unsere beiden neuen Gäste bei uns zu begrüßen. Zum einen der Alessandro Kreuchi und der Bettim Fasli. Herzlich willkommen hier bei uns im schönen Studio vom Kribun Park. Bei dir, Alessandro, haben wir gestern oder vorgestern auf unseren Social Media Kanälen ein kurzes Video gesehen, wo wir dich gesehen haben, trainieren mit dem Michael Kempter zusammen. Unter dem Hashtag ComebackStronger. Wie weit bist du schon? Wie lange müssen wir uns noch gedulden und musst du dich noch gedulden, bis du richtig ins Training kannst einsteigen kannst? Also eigentlich ist jetzt so die finale Phase. So, wir reden hier von zwischen 3 bis 5 Wochen, wo ich langsam wieder anfange mit der Mannschaft zu trainieren. Und ja, nach jetzt fast 11 Monaten ist das noch ein Katzensprung. Also nicht mehr viel. Aber ja, ich will mir keinen Druck machen. Ich weiß nicht, ob es 3 Wochen sind oder 5 Wochen. Aber eben, ja, ich bin kurz vor Schluss eigentlich und freue mich umso mehr. Du sagst, es ist wirklich nur ein Katzensprung, wenn man vergleicht mit dem Rest, mit der ganz langen Zeit, die schon hinter dir ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann, je näher dass es kommt, dass dann auch die Ungeduld ein bisschen grösser wird. Oder nimmst du es noch locker im Moment? Ja, es ist immer so eine Phase, gell? So, es gibt so die 1-2 Monate, wo man sagt, oh, ich habe gar keine Lust mehr, ich will einfach nur zurück auf den Platz. Immer das Gleiche, immer im Kraftraum, immer dies und das. Und nicht können so ein bisschen auf dem Platz mal den Kopf abschalten. Und dann gibt es nicht mehr so Phasen. Und dann gibt es mal einen Monat, der schlechter ist, einen Monat, wo du mehr motiviert bist. Aber da macht dich umso stärker, auch wenn ein Wille und Mentalität angeht. Mhm. Ich bin beim ersten Training, das wir hatten, jetzt nach der Winterpause, bin ich da unten gewesen, im grünen Moos. Dort hat es ja dann noch den üblen Unfall gegeben mit dem Leonard Münst. Aber noch schnell zu dir, bevor wir zu ihm kommen. Ich habe dich gesehen, du bist dort mit dem Michael Kempter und mit dem Nicolas Lüchinger. Haben so ein kleines Grüppli gehabt, das neben der Mannschaft trainiert hat. Wie wichtig ist das so im Hinblick auf ein Comeback, dass man doch schon mal einen Schritt näher ist und auf dem gleichen Platz mal die ersten Laufübungen machen kann? Ja, es motiviert auf Ort schon noch ein bisschen mehr, wenn man gerade sieht, die Mannschaft trainiert nebendran, wieder die Spielformen sieht und sich aber freuen kann, wenn man wieder so weit ist und mittrainieren kann. Wenn ich auch muss sagen, es hilft mega, wenn man eben, also ich habe es nie jemandem gewünscht, aber wenn es einen zweiten Verletzten gibt, in dem Sinn, der mit dir zusammen trainiert, bist du nicht immer allein mit dem Physio, wo du als Zweite dich kannst gegenseitig motivieren und so, und das hilft schon sehr. Kommen wir noch auf den kleinen schlimme Moment vom Leonard, wie hast du miterlebt? Du bist auch dort auf dem Platz gestanden, wo das passiert ist. Ja, natürlich, wenn man mal so eine, ja, vor dem noch nie eine schwere Verletzung kam, wenn man das erste Mal so etwas gehabt hat, dann fühlt man gerade ein bisschen mit und dann ist es schon ein bisschen anders, wenn man das anschaut. Wir sind nebenan ganz in der am Trainieren gewesen, also nicht gesehen kann, die Aktion selber, aber mit den Schreien gehört und mit schnell gewusst, okay, es ist was Schlimmeres. Dann hat man auch gesagt, ja, es hätte einen rechten Klapp gegeben. Und ja, es ist natürlich, ich bin nach dem Training direkt zu ihm auf, also wie jeder Spieler auch wahrscheinlich. Und er hat gesagt, das kommt schon gut, weil es ist so ein bisschen, vor eineinhalb Jahren hat er eine schwere Verletzung gehabt, schon klar ist man angegangen und gesagt, du, gute Besserung, ich hoffe, es wird gut, aber man hat nicht so richtig mitgefühlt. Und wenn man selber mal so etwas erlebt hat, wo wirklich, also man so ein bisschen karrieremäßig die zurückhält, dann fühlt man schon ein bisschen mit, ja. Bettim. Du bist jetzt auch nicht dabei im Alltag. Wie geht es dir? Wieso kannst du heute nicht dabei sein? Ja, mir ist es auch nicht so gut gegangen beim Start. Beim dritten Training, das war an einem Donnerstag, haben wir dann, ich war halt schon eine Stunde vom Platz. Noch in den letzten 5 Minuten wollte ich halt den Ball klären. Und mir noch einen Muskelfaserriss geholt im vorderen Oberschenkel. Aber ist halb so wild. Und noch weniger wild wie jetzt beim Kreuchi oder beim Leonard Münst. Hat können schlimmer rauskommen. Und wenn man sich einen Zeitpunkt so aussuchen kann, dann lieber jetzt als später, dann in der Saison. Aber es ist halt trotzdem mühsam, weil eben, wie es der Kreuchi auch gesagt hat, wenn man dann immer wieder ins Krafttraining muss, man kann nicht mit dem Ball spielen. Man sieht alle anderen immer zusammen trainieren und dann ist man im Krafttraining, auf dem Rad, auf dem Laufband. Aber ja, ist zum Glück nicht so schlimm. In 1-2 Wochen sollte ich wieder mit der Mannschaft trainieren können, wenn alles gut läuft. Das sind doch coole Aussichten bei dir. 1-2 Wochen bei dir haben wir so eine Range von 3-4-5 Wochen, bis es wieder richtig losgeht. Das macht Spass. Vielleicht bei dir zuerst, Alessandro. Du hast jetzt die Vorrunde immer von außen zugeschaut. Du hast aber verletzungsbedingt noch nicht mitspielen können. Was denkst du, was braucht es noch, damit der FC St. Gallen in der Rückrunde weniger Goal überkommt?
ist schwierig zu sagen. Schlechte Verteidigung hat man eigentlich nicht. Ich sage jetzt eher, es war eher die Entschlossenheit, um so in der Offensive, im offensiven Spiel mehr Goal zu machen, finde ich jetzt eher. Aber ich glaube allgemein so, es ist jetzt nichts Fußballerisches zu, es ist einfach so ein bisschen, vielleicht hat noch gewisse Energie in der Mannschaft gefällt, so ein bisschen das, der Team-Spirit, wo wir zum Beispiel vor zwei Jahren in dem Superjahr mega ausgeprägt hatten, finde ich, hat vielleicht noch dort ein bisschen gefehlt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Fußballer ist, jetzt defensiv jetzt an dem und dem gelegen oder offensiv an dem und dem. Es ist wirklich eher so ein bisschen so die Energie und so ein bisschen der Team-Spirit. Würdest du das gleich sehen, Bettim? Oder ist dir noch etwas anderes aufgefallen jetzt in der Vorrunde? Ja, also es ist so, jetzt von mir betrachtet, so als Innenverteidiger, ist es so, dass ich finde, ich habe mich auch recht auseinandergesetzt mit dem in der Ferien, weil ich halt wirklich, ich schaue nach jedem Spiel nochmal das Spiel an und dann schaue, was ich falsch gemacht habe, halt mehr auf mich selber schauen. Und ich finde einfach, wir müssen so ein bisschen mehr familiär verteidigen, so dass nochmal alle die Einstellung haben, alle müssen gleich auf den Ball, alle wollen das Goal verteidigen, als wäre es, ja, die Familie oder was gibt's. Wir dürfen um Himmels Willen kein Goal bekommen. Und ja, ist einfach einfacher gesagt als gemacht, aber halt, wir müssen die Einstellung kleiner bringen, dass wir alles defensiv geben, weil wenn man das Goal anschaut, das wir bekommen haben, ist wirklich so gewesen, oft sind wir ein Spieler weniger gewesen, halt, wirklich viel Spiel, wo man dann auch sagt, ja, durch Eigenfehler. Und dann Standards haben wir auch ein paar Goal bekommen, wo man halt wirklich nicht parat ist, wo man. Und wenn man die Reste Goal, es war nie irgendwie ein Goal gewesen, wo sie den Gegner klar dominiert hat, wo man keinen Zugriff hatte, sondern wirklich durch minimale Sachen, wo man hätte können 9% mehr geben oder 2%, wo dann halt einfach zum Schluss nicht gereicht haben. Und ich denke einfach, jeder muss nochmal klar 2-3% mehr geben und halt wirklich seine Aufgabe richtig machen und dann familiär noch mehr verteidigen. Du bist jetzt doch schon länger dabei in dem Fußballbusiness, hast schon viele Interviews gehört. Den Begriff familiäre Verteidigung habe ich noch nie gehört. Merci vielmals. Kann ich mir echt auch was darunter vorstellen. Finde ich einen coolen Begriff. Und dass man ja so eine Familie wird, für das sind ja, oder können ja beispielsweise Trainingslager auch ziemlich wertvoll sein. Du hast die Phasen angesprochen dort vor zwei Jahren. Ich glaube, dort sind auch die Phasen, wo man als Mannschaft im Trainingslager war, ziemlich entscheidend gewesen, auch fürs Teambuilding. Ja, klar, also ein Trainingslager hilft mega viel. Es sind halt so ein bisschen auch die Arbeit, die du miteinander verbringst und nebst dem Platz halt einfach auch ein bisschen Zeit zusammen hast, wo halt auch mal dann vielleicht per Zufall mit einem, also ich sage jetzt auch mal ein paar Spieler, mit einem Eli zusammenhockst und redest, wo du jetzt eher seltener machst, weil halt die Sprachen nicht die gleichen sind. Und das hilft sicher sehr, aber ich glaube jetzt auch die Vorrunde können wir das auch machen, wenn wir vielleicht mal eben da zusammen etwas machen. Ich glaube, ich habe es schon gehört, dass der Trainer gesagt hat, dass wir jetzt nächste oder übernächste Woche nochmal so Teambuilding-mässig etwas unternehmen miteinander. Das ist halt schon wichtig, finde ich auch. Genau. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, wo dort vor zwei Jahren so speziell war oder wo so erfolgreich war? Oder ist es manchmal braucht es ja auch ein bisschen Glück und Zufall, dass damit die richtigen Typen zusammenkommen? Das kann man ja nicht immer nur steuern oder planen. Ja, klar. Ich finde, ja, wir haben eine super Mannschaft vor zwei Jahren. Das sage ich auch nicht, dass wir das jetzt nicht haben. Also wir haben wirklich auch jetzt gute Einzelspieler. Aber ich finde einfach, ja, die ersten 6-7 Spiele waren ja auch nicht so gut in der guten Saison, die wir hatten. Und ja, und nachher hat sich das Ganze entwickelt. Eben, von Spiel zu Spiel sind wir mehr zueinander gewachsen. Und ich finde auch, wenn man dann mal 3-4 Spiele nacheinander gewinnt, dann wächst das Selbstvertrauen und so fest, dass man dann von jeder Aktion richtig überzeugt ist. Und wenn man die Spiele von uns anschaut, sind wir noch nicht. Wir sind, wenn wir ein Goal bekommen, ein bisschen verzweifelt. Ich selber freue mich jetzt auf die Challenge, die wir haben, weil ich denke auch, jeder Jungspieler von uns in der Mannschaft hat jetzt die Herausforderung noch nicht gehabt, um einen Abstieg zu kämpfen. Und ich denke, da kann jeder daraus wachsen und vieles lernen. Und wenn man die zusammen übersteht, dann ist das auch ein riesen Erfolg für die Mannschaft und auch für jeden einzelnen Spieler. Und ohne dass jetzt die Saison Vergleich mit der Vorherigen, weil es sind halt andere Spieler, wird es schwierig. Ja, aber das spürt man jetzt bei euch beiden wirklich. Es ist cool, so die Lust jetzt auch auf die Rückrunde und Freude, wieder Fußball spielen können. Das Schönste, was es ja gibt für euch, ist ein Match zu spielen. Ich denke, das macht so. Allen mehr Freude als trainieren. Auch wenn es ein Testspiel ist, ich glaube schon, ist es nochmal etwas anderes als ein Training, oder Alessandro?
Ja, sicher. Auch nur schon ein Testspiel. Es ist einfach so, es ist als Fußballspiel. Es ist nicht schon klar, sind auch Trainings gut. Wir haben auch geile Trainingsübungen mit der Mannschaft. Aber so der Fußball, der Kern vom Fußball ist einfach wirklich Kopf abschalten. In dem Sinn natürlich und spielen. Ja, und ein Testspiel hat man schon bestritten. Und zwar war das vorgestern gewesen, gerade hier unten im grünen Moos. 5:5 war es am Schluss. Betim, eher eigentlich so ein Eishockey-Spielresultat als ein Fußballresultat, oder? Ja, für einen neutralen Zuschauer sicher ein spannendes Spiel. Der hat sich auf viel Goal können freuen. Aber ja, ich meine, beide Trainer sehen das nicht so gern, wenn man 5 Goal bekommt, aber trotzdem 5 schießt. Aber ja, in den Freundschaftsspielen sind halt so ein bisschen verrückte Spiele, sage ich jetzt mal. Und ja, wir haben halt viel können testen, viel halt mal eine andere Position. Ja, ist eine gute Erfahrung, ein guter Test. Zum Glück, sage ich einfach, hat sich niemand verletzt in dem Spiel. Grösser, das ist das Wichtigste, finde ich, von dem Testspiel. Und ja, 5 Goal hat man gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt einfach weniger bekommen und dann kommt das gut. Weniger bekommen, gleich viel machen, wäre jetzt cool, oder, Alessandro? Wie wichtig ist das Resultat in einem Testspiel? Es ist nicht das Allerwichtigste, aber es ist natürlich schon ein Faktor, der ein bisschen Selbstvertrauen in die Mannschaft gibt. Auch. Aber wir haben ja auch schon ein paar Vorrunden gehabt, die vielleicht nicht top gelaufen sind und dafür nachher die ersten zwei, drei Spiele gerade souverän geliefert. Aber ja, das Allerwichtigste in dem Testspiel ist, sus einfach in das Spiel selber, jetzt, wenn man nicht vom Resultat ausgeht, einfach Selbstvertrauen holen in die Aktionen, in der Mannschaft, sich kennenlernen, was das Spiel angeht, die Laufwege voneinander wissen. So, das sind so die wichtigsten Sachen. Häufig ist der Peter Zeidler in der öffentlichen Kommunikation, ist bei Interviews nach dem Spiel, fokussiert er sehr auf das, was gut gelaufen ist. Jetzt da hat man doch auch zwei, drei kritische Töne gehört von ihm. Ich nehme an, intern in der Mannschaft wird er, er hat vorher gesagt, ohne Namen zu nennen. Ich glaube, intern nennt er dann die Namen schon, oder? Ja, es ist jetzt nie so, dass wir, wenn wir eine Videoanalyse machen und dann wirklich unsere Fehler anschauen, dass irgendeiner konfrontiert wird oder sagt, ja, du hast das falsch gemacht und das ist jetzt schlecht. Es ist so etwas mehr, wenn ich jetzt den Fehler mache, dass er es dann in der Mannschaft anspricht, aber ist jetzt nicht, dass er mich jetzt will bloßstellen oder irgendetwas, sondern einfach, dass alle dazu lernen, dass alle sehen, dass das besser geht und so einfach und ja. Es findet halt immer Kommunikation statt und dann halt im Einzelgespräch muss jeder, ist halt, hat jeder seine eigene Sprache, aber vor der Mannschaft so, jetzt nicht gross, also gerne nicht eigentlich. Ist der Peter Zeidler ein strenger Trainer, Alessandro? Das ist eine schwierige Frage. Auf eine Art schon ein strengerer Trainer, auf eine Art aber auch nicht. Mhm. Er hat halt sein Bild vom Fußball. Er will, dass man so spielt und das Ziel, wo ich spiele, einfach sie das so umzusetzen. Und wir haben halt schon ein paar Mal gerade vielleicht einen Spieler auf einer Seite vielleicht nicht angebracht hat oder dass er es nicht wollen hat. Und dann wird halt strenger, ja klar. Aber das ist ja alles auch gut so. Okay. Und jetzt geht es heute also gegen Altach, gegen den Tabellenletzten von der österreichischen Bundesliga. Würde mich interessieren, eure Einschätzung, wie ihr die zwei Ligen miteinander vergleichen. Kann man das ungefähr vergleichen vom Niveau her? Ist das etwa so auf Augenhöhe? Oder wo seht ihr die Superliga im Vergleich zu der österreichischen Bundesliga? Also definitiv. Also ich finde, es ist eine ähnliche Liga. Wenn man jetzt von der Rangierung und so die Mannschaften vergleicht, kann man es ziemlich gut vergleichen, sage ich. Weil wir haben einerseits Salzburg, wo in der Champions League überragend spielt. Mhm. Wir haben auch hier Young Boys, die in der Champions League gute Spiele gemacht hat. Und ich denke schon, dass man da gut vergleichen kann. Es ist eine sehr ähnliche Liga. Wobei ich einfach die Super League noch ein bisschen besser finde. Nach meiner Meinung. Und ja, Altach ist jetzt. Ich habe Kontakt mit einem Spieler von FC Altach. SC Altach. Und ja, ich höre mich halt oft mit dem Gang mit ihm essen. Ich mit mir in der Nationalmannschaft von Kosovo und nachher hat er halt den Rücktritt gegeben. Und ja, ich höre mich halt immer mit ihm und ja, ich glaube, es ist eine robuste Truppe, hat einen guten Kader, wo viele erfahrene Spieler, auch körperlich parate, gute Spieler. Aber ich denke, dass wir mehr Qualität haben und das Potenzial haben, um heute das Spiel zu gewinnen. Du hast vorhin ein Schmunzeln, Alessandro, der noch gesagt hat, er findet die Super League noch ein bisschen besser. Siehst du es gleich oder siehst du es ein bisschen anders? Nein, ich würde es gleich sagen. Es ist einfach so, dass ich halt wirklich nicht gross
jemals in der österreichischen Liga gespielt habe. Also vielleicht mal gegen ein, zwei Mannschaften. Wegen dem kann man es ja fast nicht vergleichen. Aber nein, ich bin schon auch voll mit seiner Meinung. Und ich finde auch, dass Altach ein guter Gegner ist. Wir haben ja schon mehrmals gegen die gespielt in der Vergangenheit. Ich glaube, fast jede Vorbereitung, Sommer und Winter.